Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Laufenden Decken Podcasts. Wie ihr bereits wisst, findet ihr uns auf diversen Social Media Kanälen. Das könnt ihr auch alles in den Shownotes nachlesen, wo ihr uns überall findet. Und ihr findet uns natürlich auf diversen Gebt uns Online Geld Kanälen. Wie das funktioniert, findet ihr ebenfalls in den Shownotes. Und ihr findet uns jetzt gerade im Lockdown oder dem x-ten Lockdown oder kurz vor oder kurz nach dem Lockdown. Nicht wahrscheinlich irgendwie vor Ort, aber wir kommen wieder. Ihr könnt uns auch in freier Wildbahn erlegen, wenn ihr möchtet. Dieses Mal wollen wir euch aber auch bitten, dass ihr vielleicht einmal auf iTunes schaut oder sonst wo und uns ein paar Sterne gebt. Je mehr, desto gut. Je mehr Bewertung, desto besser, weil desto höher sind wir gerankt und desto mehr Menschen können uns zuhören. Diese Folge wird unterstützt von AG1, dem täglichen grünen Löffel voller guter Zutaten. Ich bin faul, ich bin pragmatisch und ich bin Sportler. Ich habe keine Lust, ein Studium der Ernährungswissenschaften abzuschließen oder mir den Kopf darüber zu zerbrechen. Muss ich auch nicht. Haben nämlich schon andere getan. Ich brauche also etwas, das mir eine umfangreiche Palette an Vitaminen, Mineralstoffen und Dingen mit schwierigen Namen zuführt, die ich für mein Training brauche. Mit der wahrscheinlich vollständigsten Rezeptur am Markt ist hier AG1 der Löffel der Wahl. Er unterstützt mein Immunsystem, meinen Energiehaushalt und die Regeneration, wenn der Trainer sich wieder lustige Dinge mit mir überlegt. Mit nur einem Löffel in der Früh kann ich meinen Fokus auf das Training legen und die Nahrungsergänzung den Profis überlassen. Wie könnt ihr nun unsere Hörerinnen von AG1 profitieren? Für euch gibt es im Moment eine exklusive Aktion. Unter athleticgreens.com/laufendentdecken bekommt ihr zu einem Jahresabo die 3 und 5 Travelpacks kostenlos dazu. Darüber hinaus gibt es noch eine 60-Tage-Geld-Zurück-Garantie und die Mannschaft von Athletic Greens hilft euch bei allen möglichen Fragen in ihrer Facebook-Gruppe. Falls ihr euch das nicht merken könnt oder es irgendwie zu kompliziert ist oder ihr gerade beim Laufen seid, dann schaut einfach bei uns in den Shownotes nach. Da findet ihr nochmal alles Wichtige, was ihr braucht zu AG1. Und nun zurück zur Folge. Damit das jetzt kein Monolog meinerseits wird, darf ich auch heute wieder mit großer, großer Begeisterung den Flo begrüßen. Hi Flo. Servus Peter. Und nachdem es wieder eine ganz besondere Folge ist, darf ich jetzt da auch unseren Interviewgast vorstellen, der, ich will ihn mal ein bisschen präsentieren, der nämlich schon beim UTMB antreten ist, der schon in Madeira war, der schon den Lavaredo gemacht hat, der den Ultra Ibericus gemacht hat, der in Österreich schon einige Ultras gelaufen ist, der in Istrien gelaufen ist. Und der eine oder andere wird sich wahrscheinlich schon denken können, wer es ist. Andere können sich es noch nicht vorstellen, aber unser heutiger Interviewgast ist der Flo. Also kurz zur Vorgeschichte. Du hast mir es ja nicht verraten und du hast immer von einem Surprise-Gast gesprochen. Und ich habe mit meiner Freundin echt schon gerätselt und ich bin schon zu den diversesten Dingen gekommen, die wen magst du einladen? Und eine Stunde bevor wir aufgenommen haben, bin ich im Klo gesessen und habe mir gedacht, was versetzt dich in den Peter, was würde er machen? Und da habe ich mir gedacht, der lädt sicher mich ein. Das ist die einzig logische Erklärung, die es gibt. Und ich habe das der René erzählt, ich meine, das muss so sein. Schreibe ihn und frage ihn. Sag ich, nein, ich lasse ihm das. Ich hatte recht. Du hattest recht. Ich trage dieses Geheimnis aber schon seit Wochen mit mir herum und finde es seit Wochen lustig. Dann kannst du deine Origin-Geschichte erzählen. Wie bist du dann auf diese wunderbare Idee gekommen? Die wunderbare Idee ist mir deshalb eingefallen, weil es gibt keine Folge, in der dein läuferischer Werdegang und deine besten Erfolge und deine tiefsten Löcher und dein weiterer Ausblick zusammengefasst präsentiert werden. Also wenn man wissen will, was du die letzten paar Jahre gemacht hast, dann muss man sich jetzt da 100x Folgen anhören, was grundsätzlich eine gute Idee ist. Das ist marketingtechnisch doch das Richtige, oder? Ja, aber manchmal sollte man Kapitelzusammenfassungen bringen, sonst wird es ein bisschen lang. Und das ist die Kapitelzusammenfassung, oder wie? Genau. Nimmst du dann deine erste Folge, in der du dabei warst, ist das deine Kapitelzusammenfassung? Naja, bis dorthin ja. Das war meine, wie komme ich bis zu einem Podcast?
Ja, stimmt. Aber eigentlich könnte man das dasselbe dann nochmal mit dir machen. Und das ist so die Serie Lerne den Podcast erkennen. Ja, durchaus. Also wenn das Menschen hören möchten, dann sollen sie uns das schreiben, dann werden wir das tun. Ja. Alles für den Podcast. So wie ich uns kenne, tun wir das einfach trotzdem. Weil was kümmern uns schon die Leute da draußen? Im Zweifelsfall schreibe ich dir eine Nachricht mit. Können wir das bitte machen? Dann hat es einer geschrieben und passt. Es haben mir ganz viele Leute auf Instagram geschrieben, da schaust eh nur du rein, dann kannst du mir alles erzählen. Ja, auf alle Fälle. Als guter Interviewgast lehne ich mich jetzt einfach zurück und trinke Tee. Und Fragen. Ja, ich trinke auch Tee, also guten alten Turbo-Tee. Von der Hopfenblüte gezogen. Genau. Will direkt damit starten, ich meine, wer du bist, wissen die meisten, die uns zuhören, aber mein Name ist Florian und ich habe ein Problem. Ich bin Ultraläufer. Wie bist du überhaupt zum Sport gekommen? Ich hab nicht eine ganz so sportreiche Jugend gehabt wie du. Aber wie jeder gute Österreicher habe ich relativ früh Skifahren gelernt. Ich glaube, da kommt man irgendwie nicht drum herum. Aber habe es nie so professionell betrieben wie du, würde ich sagen. Ich habe dann eher in der Jugend Tennis gespielt, viel. Aber halt auch nur in so Wiener Ligen und so und solchen Tennis-Ligen hast du immer sechs Männer und einen Jugendlichen und ich war meistens der eine Jugendliche. Und die spielst dann sechs Einzeln und drei Doppel und wer mehr Matches gewonnen hat, gewinnt dann meistens. So funktionieren diese unterliegen. Und das habe ich halt gemacht, war aber immer der zu faul war, der Talent gehabt hat, aber irgendwie zu faul war zum Laufen. Da war ich relativ verschrien. Okay, das heißt, du willst nicht besonders viel laufen, dementsprechend du warst faul, das heißt, du hast wahrscheinlich auch nicht so viel trainiert, sondern hast einfach nur Talent gehabt. Man hat mir ein gewisses Talent, ich würde jetzt nicht sagen, dass es gereicht hätte, da irgendwie jemals damit was zu verdienen, aber man hat mir ein gewisses Talent nachgesagt, aber immer die Faulheit, körperlich, ich war den meisten technisch überlegen, aber körperlich unterlegen. Und ich habe schon auch trainiert, aber ich würde nicht sagen, dass ich habe kein Tennis gespielt halt einfach und habe halt so eine Trainerstunde oder einmal Training in der Woche gehabt, aber ich hätte halt viel mehr Matches spielen müssen, ich hätte außerhalb vom Match halt irgendwie laufen gehen müssen. Interessant. Du bist also ein Trainingsmuffel gewesen. Ja. Interesting. Kann man so sagen. Ja, kann man so sagen. Wie er dann doch sich geändert hat, der Bub, wie er erwachsen wurde. Ja, ich habe aus meinen Fehlern gelernt, würde ich sagen. Um nicht zu sagen, aus den Doppelfehlern. Also, Chapeau. Chapeau. Na, und aber irgendwann mit 18 waren dann andere Dinge interessanter. Und ich habe es dann irgendwie. Und vor allem, um dann in den Männerplätze in diesen Team zu bekommen, hätte ich dann wahrscheinlich auch noch mehr machen müssen, als der Jugendbonus irgendwie zu Ende war. Und dann hat es mich auch ehrlich gesagt nicht mehr so interessiert. Dann habe ich sicher 10 Jahre lang mich auf Hopfenblütentee und andere Dinge konzentriert und bin ein bisschen dicker geworden. Okay, das ist mit diesem Tee trinken geht es oft einher, dass Menschen ja, dicker richtig. Werden. Richtig. Ja, und da habe ich halt irgendwie, da habe ich dann gefühlt gar nichts gemacht. Das. Gar nichts? Also du warst du dann wirklich so 10 Jahre sportabstinent und hast nur ja. Party und was nicht? Ja. Party und Gamen. Gamen war nicht so meins, aber ich habe halt, das hat mich einfach null interessiert. Ich behaupte ja auch so wieder immer wieder im Podcast, dass in mir eigentlich ein Faulpelz schlummert und dass ich noch immer faul bin eigentlich. Es glaubt mir nur keiner. Und der hat sich einfach 10 Jahre lang massiv ausleben dürfen. Ja. Aber wie es so ist, die 10 Jahre haben dann halt Spuren hinterlassen und die Hosen sind enger geworden, dann hat man sich weitere Hosen gekauft, dann sind die auch wieder enger geworden. Das hat dann auf Dauer nicht glücklich gemacht. Ich weiß, das ist ein Problem, das du, glaube ich, persönlich nicht wirklich kennst. Aber kauf dir Röcke. Richtig, ja, das hätte ich vielleicht machen müssen. Aber irgendwie
habe ich mir dann eines Tages in den Spiegel geschaut und gemeint, ja, so kann es dann auch wieder nicht weitergehen. Und habe mir gedacht, was kann ich machen? Und dann habe ich zum Laufen angefangen. Ich habe damals mit, wir haben ihn ja eh schon ein paar Mal erwähnt, mit denen, den wir beide kennen, in einer WG gewohnt. Weswegen du wahrscheinlich in diesen Jahren sehr viel in der Ecke gelegen bist und geweint hast. Richtig, 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 ja. Richtig. Mhm. Und der ist hin und wieder gelaufen und irgendwie habe ich gesagt, ich laufe auch mal mit dir mit, glaube ich. Oder ich fange auch mal zum Laufen an und ich habe damals in der Nähe vom Wienerberg gewohnt. Alle, die in Wien kennen, wissen und bin halt im Wienerberg so meine Runden gedreht. Und das hat, habe ich sicher ein paar Jahre gemacht, dass ich gemeint habe, ich laufe, aber dann bin ich so einmal die Woche gegangen, dann bin ich wieder dreimal gegangen, dann bin ich wieder zwei Wochen nicht gegangen. Und wie weit bist du gelaufen? Also ich bin mir extrem cool vorgekommen, wenn ich 45 Minuten gelaufen bin, dann habe ich mir gedacht, bist du wahnsinnig, ich bin ja schon extremst weit gelaufen. Und ich kann mich erinnern, ein Arbeitskollege hat mir damals gesagt, wenn ich unmotiviert bin, laufe ich 45 Minuten. Und ich habe mir gedacht, irgendwann einmal will ich genauso gut sein, dass ich das sagen kann. Ich glaube, ich habe es irgendwann geschafft. Mittlerweile denke ich mir auch, wenn ich nicht motiviert bin, gehe ich halt nur eine Stunde laufen. Ja, wobei, das sagt ja nichts drüber aus. 45 Minuten laufen kann er gar einmal fast 20 Kilometer sein. Kommt drauf an, wie schnell du bist. Ja, nein, so schnell also, bin ich nicht. Ich habe damals auch noch, keine Uhr gehabt, glaube ich. Ich glaube, ich habe damals nur eine Pulsuhr gehabt, ohne habe ich am Handy gemessen, ich weiß gar nicht. Ich habe damals auch nur, glaube ich, geschätzt, wie weit wir gelaufen sind. Und mit besagten WG-Kollegen haben wir damals gemeint, wir laufen einen Halbmarathon gemeinsam in Wien und wir wollten in unter zwei Stunden laufen und haben uns so mehr schlecht als recht einen Trainingsplan zusammengestellt und ich habe dann irgendwie so kalkuliert, dass man ja quasi pro halbe Stunde 5 Kilometer laufen muss und dann kommt man auf 20 Kilometer und das ist eben passt schon. Also wir haben den 21. Kilometer in unserer Berechnung vergessen, weswegen wir dann auch beim Marathon irgendwie halt genau um diesen 204 oder sowas ins Ziel gekommen sind. Ich habe ungefähr Kilometer 12 verflucht, weil bis die ersten 10 Kilometer habe ich Gas gegeben, die zweiten 10 eher. Ja, aber dann mit dem war es auch irgendwie und irgendwie wollte ich immer laufen oder mehr laufen, habe es aber dann irgendwie nie gescheit hinbekommen. Wann war das ungefähr? Also welche Jahreszahl schreiben wir bei diesem Marathon, den Sie so einerseits geschafft, aber doch versemmelt habt? Warte mal, das ist eine gute Frage. Den 2012 vielleicht? Früher, glaube ich sogar. Noch früher? Ich schaue das noch irgendwie. Ich glaube 2012 habe ich den ersten Marathon dann gelaufen, deswegen glaube ich war das 2010, wenn ich mich recht. Ich müsste aber in meinen geheimen Aufzeichnungen nachschauen, wenn ich die noch irgendwo habe. Nein, habe ich nicht mehr. Ich glaube, ich meine, das war 2010, 2011, irgend sowas. Da bin ich in 2010, glaube ich, da bin ich in Wien in Halbmarathon gelaufen. Und dann war wieder so ein Jahr dahin dümpeln. Und ich habe immer gesagt, ich habe damals auch schon zum ersten Mal so ansatzweise von Christian Schiester gehört, der bekannte österreichische Ultraläufer, und gehört, dass Leute 2 oder 3 Marathons laufen am Stück und habe gesagt, das ist verrückt. Nie im Leben würde ich sowas machen. Da muss der angerannt sein. Ja, aber das hat sich jetzt auch nicht geändert, oder? Nein, eh nicht. Ich behaupte nicht. Aber wie heißt du schön, was interessiert mich? Mein Geschwätz von gestern. Ja, okay. Und irgendwann hat sich dann ein Arbeitskollege gegenüber von mir für den Wien-Marathon angemeldet. Und irgendwie habe ich mir gedacht, wenn der das kann, den habe ich ungefähr gleich stark eingeschätzt für mich, dann muss ich das so auch irgendwie zusammenbringen. Und das haben wir jetzt aber schon das nach 2011. 2011 sagen wir da. Weil der war ja 2012, der ist ja immer da so im kurz nach März, April, so irgendwas ist der Wien-Marathon. Ja, so in der Größenordnung ist es. Und ich habe mich schon im September oder Oktober angemeldet gehabt für den Wien-Marathon. Und haben wir echt... Und da haben wir gedacht, ich muss das anders machen. Also ich habe es jahrelang probiert, irgendwie so Larifari dahin laufen, so pseudomäßig mal mir gedacht, was sind Intervalle, wie geht das, Fahrtleck irgendwie gemacht, aber es hat eher Fahrtenspiel, aber es hat alles irgendwie, war alles so aus dem Hintern gezogen. Und da haben wir gedacht, ich muss irgendwas anders machen. Und haben echt bei Adidas Boost war das damals. Das war so eine App mit so einem, das war so ein Chip, den du da irgendwie dann am Arm dran konntest, den du dann
wo du einen Kopfhörer anstecken kannst, der hatte dann auch immer, dass du nicht mehr so draufdrücken können, und der hat dann immer gesagt, wie viele Kilometer du schon hast, und den habe ich mir dann gekauft, und die hat noch Trainingspläne. So schaffe deinen ersten halben Marathon in 6 Monaten oder so irgendwas. Und den habe ich gemacht. Und da hast du echt bei den Basics angefangen. Ich kann mich erinnern, meine erste Trainingswoche bestand, glaube ich, aus 3 halben Stundenläufen. Ja, und das war's. Und da habe ich mir geschworen, es gibt keine Ausrede, eine Einheit nicht zu machen. Okay. Wenn es im Trainingsplan steht, dann wird es gemacht. Erkennst du dein Muster? Okay, das heißt, 2011 hast du den Grundstein zu deiner Trainingsplanhörigkeit gelegt. Quasi. Den ersten von 2 Grundsteinen, würde ich sagen, habe ich gelegt. Weil noch habe ich mir das Ganze ja selbst zusammengeschustert. Okay, ja, aber du hast einen Trainingsplan gehabt und du hast den einfach gnadenlos durchgezogen, wurscht, was du davon gehalten hast. Ich habe den echt beinahe durchgezogen, weil ich wusste aus der Erfahrung der Vorjahre, dass ich, wenn ich mir mal so ein bisschen Laschheit erlaube, ich dann relativ schnell den Raum für Laschheit größer mache und irgendwann dann aufhöre. Und ich wollte diesen Marathon unbedingt laufen. Ich glaube, ich habe es eh schon noch ein paar Mal gesagt, mein Papa ist auch Marathon gelaufen, und ich irgendwie wollte das auch immer. Das war schon so ein Bucketlisting, Traum, so ein Halbmarathon kannst du irgendwie mal laufen. Ich glaube, den kriegst du doch, wenn du halbwegs sportlich auch einmal warst. Ich bin relativ leicht, ich will nicht sagen, dass Halbmarathon leicht ist, aber den kriegst du irgendwie noch hin. Also es gibt viele, die, keine Ahnung, Fußball spielen, und kommt natürlich dann auf die Zeit an, aber irgendwie druckst du ja, immer noch durch. Ja, 2 Stunden mit viel Au-Au und dann wochenlang nicht gehen können, aber geht sie irgendwie aus im Kopf. Ja, aber so ein Marathon, den druckst du halt nicht. Gibt auch Leute, die das können, aber das ist schon weitaus selten. Das ist ehrliche Arbeit, sage ich einmal. Das, was du da reinsteckst, bekommst du auch zurück. Und das wollte ich halt unbedingt schaffen. Und das habe ich echt beinhart verfolgt. Ich kann mich erinnern. Wiederum beim Wien-Marathon, oder? Ja, wiederum beim Wien-Marathon. Das war halt damals, ich habe damals auch ehrlich gesagt nichts anderes gekannt. Also ich habe Marathons, ich wusste, dass es Marathons gibt. Ich hab mir gedacht, dass es in jeder Hauptstadt irgendeinen gibt, aber Wien war einfach das Einfachste. Okay, das heißt, du hast schon ganz früh einen Trainingsplan gehabt, weil du einfach durchhalten wolltest, also weil du sonst zu sehr das Larifari einreißen hast lassen. Und es ist dir nie um den Spaß gegangen, sondern dass du ans Ziel kommst, weil sonst da hättest du ja Larifari machen können. Ja, ich glaube nicht, dass es, also weiß ich nicht. Es hat schon auch irgendwie Spaß gemacht, aber ich finde es trotzdem, ich weiß nicht, ich bin dann halt trotzdem, der Vollpelz in mir liegt und denkt sich dann, während er dabei ist, macht Spaß, aber so dieses Überwinden, Schuhe anziehen, aus der Tür rausgehen, war gerade am Anfang Überwindung. Mittlerweile ist es eher Überwindung, die Schuhe nicht anzuziehen und drinnen zu bleiben. Aber für mich war das damals Überwindung. Und die wollte ich angehen. Okay, und richtig angefixt von den Wettkämpfen her hat die also sozusagen der Wien-Marathon. Wenn du es so willst, ja. Das würden jetzt da viele Menschen als schwierige Jugend bezeichnen. Das ist definitiv richtig. Das ist definitiv richtig. Okay. Und wann hast du den Absprung geschafft? Also, was war dann? Du hast einen Halbmarathon gelaufen und dann hast du einen Marathon gelaufen und das war deine Wettkampferfahrung. Und der Rest war einfach Training oder so. Ja, oder Business Run wahrscheinlich oder so irgendwas so dazwischen. Solche Dinge bin ich sicher immer mal gelaufen, aber ich sage mal, ernsthafte, seriöse Wettkämpfe, ja. Ja. Okay. Und auch dieser Trainingsplan für den Marathon hat im Endeffekt auch alles verändert. Also der hat diesen ganzen Stein, das alles, was wir jetzt hier dann erlebt haben, oder auch das hat das alles irgendwie ins Rollen gebracht. Ich bin dann echt eingekippt auf dieses Laufding. Das hat mir dann echt Spaß gemacht. Ich kann mich erinnern, mein erster 3-Stunden-Lauf, ich war noch nie so stolz auf mich, und ich weiß auch noch, wo ich war, als ich die Uhr abgedrückt habe, und der hat mir angezeigt, dass ich 3 Stunden gelaufen bin. Das war damals, ich habe mir nie vorgestellt, dass 3 Stunden in mir stecken. Das war monumental, das war episch, das war das größte sportliche Highlight, das ich hatte. Also das war Wahnsinn. Und was war der erste Marathon? 3 Stunden? Was? 3 Stunden 59:48. Oh. Weil insgeheim, wenn mich wer damals gefragt hat, habe ich immer gesagt, ich will ins Ziel kommen. Und das ist, ich würde es auch nach wie vor nach jedem raten. Es war auch wirklich mein
ein Ziel. Aber wenn ich ganz ehrlich zu mir war, war schon noch, wenn ich ins Ziel komme und ich die Kirsche drauf tun will, dass ein Dreier davor steht, also drei, also unter vier Stunden quasi. Das war schon so mein ultimatives Ziel. Ich muss aber auch sagen, ich war noch nie bei einem Wettkampf so nervös wie vor dem ersten Marathon. Also ich war Wochen davor schon im Ausnahmezustand und ich glaube, es hat mich auch selten einen Lauf so mitgenommen, wie dann der erste Marathon. Das habe ich, glaube ich, aber auch schon in irgendeiner Folge mal gesagt. Ich glaube, dass nichts so einprägsam ist wie der erste Marathon. Das war. Ne, dass man so, also vor allem, wenn es der erste große Wettkampf ist, ist es jetzt nicht, wie soll ich sagen, nicht verwunderlich, dass du extrem angespannt warst. Aber es ist natürlich cool, wenn es auch quasi einer deiner Höhepunkte deiner Wettkampfkarriere immer bleibt, dass du sagst, hey, erster Marathon war schon geil. Ja, ich hatte auch noch, bis auf den UTMB vielleicht, auch noch nie so viel Respekt vor einer Distanz wie vor dem ersten Marathon. Also ich habe wirklich fast noch ein bisschen mehr, Angst ist das falsche Wort, aber diese Furcht vor dem, was ich da körperlich durchleiden muss, gehabt wie nach dem ersten Marathon. Und ich bin das sehr konservativ angegangen. Also ich habe es jetzt nicht mehr ganz im Kopf, aber ich bin irgendwas 2,7, 2,8 oder sowas durch den ersten Halbmarathon durch und habe mich echt Bombe gefühlt und habe dann echt in der zweiten Hälfte nochmal ziemlich andrückt. Und damals ist er noch, mittlerweile ist der Streckenverlauf anders, aber damals bist du dann eh auch wieder in Prater zurück, aber glaube ich über die Schüttelstraße, egal. Und wenn du dann wieder aus dem Prater raus bist, ist ja diese eine Brücke da bei Erdberg, glaube ich, ist das. Wenn du weißt, was ich meine. Ja. Die geht leicht bergauf und da war ich, das war Kilometer, was war das, 35, 36. Und da bin ich zwei Schritte gegangen und dachte, Flo, jetzt reiß dich zusammen, jetzt hast du es nicht mehr weit, jetzt haust du nochmal alles raus. Und bin, glaube ich, die letzten 5 oder 6 Kilometer im Fünferschnitt, also glatte 5 gelaufen. Mhm. Und ich glaube, ab 2 Kilometer vom Ziel sind mir die Wasserfontänen seitlich bei den Augen raus, weil ich realisiert habe, ich glaube, ich schaffe das jetzt wirklich. Und ich glaube, ich war auch selten so emotional bei dem Zielanlauf wie beim ersten Halbmarathon. Und das, als ich dann echt gemerkt habe, dass ich 12 Sekunden unter den 4 Stunden geblieben bin, na gut, dann war es sowieso aus mit mir. Ja, ich meine, das ist natürlich auch sehr, sehr cool. Vor allem, du hast ja kein weiteres Ziel gehabt und dann ist es natürlich noch viel größer das Ganze und viel eindrucksvoller, dass du sagst, boah, jetzt einmal im Marathon. Das ist ja bei vielen, ist das ja quasi once in a lifetime Goal. Dass sie sagen, ich trainiere darauf hin und einmal möchte ich einen Marathon machen. Ich glaube, ich habe mich schon vorher für den nächsten angemeldet, weil ich vorher schon realisiert habe, dass das mit dem nicht aufhört. Nämlich für Graz. Und da wollte ich dann die 3:30 angreifen. Hat dann so semi-gut funktioniert. Ich bin vielleicht ein bisschen eingegangen und bin dann irgendwann irgendwie in 3:45 ins Ziel. Da bin ich dann noch die zweite Hälfte gegangen. Aber da habe ich mir eingebildet, jetzt muss ich massiv eins draufsetzen. Das war so das erste Mal, wo ich mich dann auch im Training immer massiv überschätzt habe, viel, viel zu schnell gelaufen bin und geglaubt habe, dass schneller und mehr besser ist und alles quasi in der roten Zone. Ich sehe keinen Fehler. Ich sehe keinen Fehler. Ja, da waren viele Trainingsläufe, die von den Intervallen viel zu schnell waren, die ich dann irgendwie nie gescheit geschafft habe. Da war es extrem heiß auch im Sommer und damals noch kein Trinken mitgehabt. Dann aber wir reden da noch immer von 2012. Also noch 2012, genau. Das 2012. War dann im, Wien ist ja im Frühjahr und Graz ist dann im Oktober. Okay, das heißt aber, wir haben jetzt da noch quasi jetzt 10 Jahre zwischen, ich habe meinen ersten Marathon irgendwie geschafft, bis ich sollte mal vielleicht ein bisschen weniger trainingssklavisch unterwegs sein. Ja. What happened? Also was ist, wie hast du weitergemacht? Bist du auf der Straße geblieben und hast gesagt, jetzt der Halbmarathon, Marathon, oder hast du dann falsche Freunde kennengelernt? Was ist passiert? Ich glaube, ich war der falsche Freund. Ich bin damals viel mit einem Freund gelaufen, der jetzt in Südafrika wohnt. Und ich habe relativ schnell realisiert, dass nur Straße, dass mich das irgendwie nicht glücklich macht. Ich habe mich dann auch viel zu sehr von dieser 3:30 und gestresst und es hat sich dann irgendwie abgenutzt gehabt. Schon ein bisschen vor Graz und dann auch durch Graz und irgendwie, dann habe ich auch irgendwann den klassischen Fehler gemacht und Born to Run gelesen
und dann relativ kurz darauf Finding Ultra von Rich Roll. Sollte man die zwei Sachen lesen? Ja, kann ich sehr empfehlen. Also okay. Wenn, bei dir ist eh schon wurscht, du bist eh schon aufs Ultra-Trinken reingekippt. Aber ja, aber ich habe beide noch nicht gelesen. Dafür haben mir beide extrem gut gefallen. Verlinken wir, ja. Oder? Verlinken wir. Ja, ich muss verlinken. Ja. Und dann haben wir gedacht, das will ich auch irgendwie. Die haben halt da von dem Überwinden von Schmerzen, von den über die körperlichen Schmerzen drüber gehen. Das hat mich irgendwie imponiert. Ich habe gedacht, genau das will ich auch irgendwann einmal sagen, dass mir das gelungen ist. Und haben wir dann auch eben gedacht, jetzt bin ich eh schon zwei Marathons gelaufen. Sind wir sich ehrlich so, sei es 50 Kilometer, so 8 Kilometer mehr laufen, das habe ich mir jetzt auch irgendwie noch zutraut. Das hat mir jetzt ehrlich gesagt nicht sonderlich, ja, ich meine, das geht schon irgendwie. Also, und habe mich dann für den Motor den 100, damals noch die 10 Kilometer mehr, also 11, angemeldet und ich glaube ich relativ bald auch für den Wörthersee Trail Maniac. Also der Wörthersee Ultra Trail, damals noch Trail Maniac, genau, und andere Strecke, glaube ich. Oder? Aber das waren dann schon 60, 58, irgendwie sowas. Es waren ein bisschen mehr. Und damals, der hat der gut, beide Offroad. Der 100 hat sich damals noch als Landschaftslauf bezeichnet und war noch relativ viel Straße. Er hatte 1200 Höhenmeter, was mir wahnsinnigen Respekt eingeflößt hat. Und der Trail Maniac hat sich schon als Traillauf bezeichnet, hat 1800 Höhenmeter gehabt. Und den habe ich als richtigen Traillauf wahrgenommen. Also beides schreckt mir jetzt von Distanz zu Höhenmeter nicht wahnsinnig noch. Aber da warst du dann schon fix fertig ausgerüstet mit Trail-Rucksack, Stirnlampe, langer Hose, Trail-Schuhen, ja. Stöcken, 12-Liter-Rucksack, Überhosen und was man halt sonst so braucht, notfalls Zelt und Biwak. Ich habe mir damals sogar meinen ersten Ultimate Direction Rucksack habe ich mir aus Amerika importiert. Damals haben die noch nicht nach Europa geliefert. Das heißt, ich habe, es gibt ja diese Postfächer, wo du quasi in Amerika was dorthin bestellen kannst und die schicken dir das dann zurück. Also die schicken dir das dann nach Europa und machen den Zoll dann für dich. Kennst du die? Ich habe vergessen, wie das geheißen hat. Vor allem für Dinge, die du quasi nicht, die du nur in Amerika bestellen kannst. Ist es für die Firma, wo du bestellst, wirkt es wie eine amerikanische Bestellung und die schicken dir das dann nach Europa. Ah, ist es so ähnlich wie wenn man Dinge hochkommen aus Mexiko bestellt? Ich weiß nicht, ich habe noch nie was in Mexiko bestellt. Ah, oh, suchst du was? Brauchst du was? Also, wenn du Dinge aus Amerika bestellst, so. Naja, was war denn im Rucksack drinnen? Darüber spreche ich nicht. Ah, da war damals relativ frei, aber ich habe mir unbedingt eingebildet, ich brauche diesen Ultimate Direction Rucksack. Wir waren doch, das Trail Magazin hat dann auch veranstaltet so einen Zweitages-Wettbewerb irgendwo in Bayern oder so. Da sind wir der Freund aus Südafrika und ich auch hingefahren. Mit dem habe ich dann übrigens ein paar Jahre, waren wir immer nur zu zweit eigentlich unterwegs. Also wir haben die Jahresplanung dann gemeinsam gemacht und der war immer so eine Stunde schneller als ich. Mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Von der Statur ähnlich wie du, nur ein bisschen kleiner. Aber dann ist es natürlich sinnvoll, wenn du möglichst lange Wettbewerbe nimmst, wenn er immer eine Stunde schneller ist. Auf einem Marathon schaut es einfach blöder aus, richtig, wie auf 100 Kilometer. Auf einem Marathon war es dann im Endeffekt nur, mittlerweile sind es nur 10 Minuten. Also, wirklich? Aber er läuft auch schon nicht mehr, länger nicht mehr, glaube ich. Oder nicht mehr so viel. Okay. Sei es wie sei, ich bin reingekippt in dieses Ultra-Ding. Also mich hat dann irgendwie, also ich kann mich erinnern, das war auch die Geschichte beim Mozart 100. Ich habe die letztens erst, glaube ich, erzählt, wie ich in MDS-Sieger überholt habe in Waldemannstein. Ja. Das war der erste Ultra, den ich gelaufen bin. Ich kann mich erinnern, dass ich bei Kilometer 50 wahnsinnige Oberschenkelkrämpfe gekriegt habe, aber es war mir wurscht, weil ich habe Salzburg schon gesehen, habe gewusst, ich komme ins Ziel, ich habe alles erreicht, was ich erreichen wollte. Der Trail Maniac ist dann auch wahnsinnig gut funktioniert und damals war auf dem Pyramidenkogel hoch, war der Anstieg 400 Höhenmeter, das war damals so, bist du wahnsinnig, 400 Höhenmeter und das war dann auch relativ am Ende vom Rennen, das war wie wenn du heute in Col de Seine rauslaufst, gefühlt war das damals. Außerdem, du kommst aus Wien, da sind 400 Höhenmeter jetzt da nicht nix.
genau, und ich habe damals eben in dieser Wienerberg-Gegend gewohnt und trainingstechnisch, jeder, der die Wienerberg-Gegend kennt, die gibt halt auch nicht so viel her. Und ich habe halt da versucht, irgendwie Höhenmeter zu schreddern und bin halt auch nie über 300 bis 400 Höhenmeter rausgekommen. Und ja, irgendwann, ich weiß aber nicht mehr, wann das war, glaube ich, später bin ich dann sogar immer nach den Westen Wiens gefahren, und dort, ich habe dann viel, das Jahr drauf, viel im Leinzer Tiergarten trainiert. Da habe ich dann nämlich mit meinem Linzer Bergmarathon, da habe ich mich auch zum ersten Mal den Gunter gesehen, den Hasen. Er mich nicht, aber ich ihn. Du hast ihn wahrscheinlich nur von hinten gesehen. So nein, ich habe er hatte nämlich ein T-Shirt, wo sein Twitter-Händler umsteht, und damals bin ich gefolgt, weil ich nicht gewusst habe, was Twitter ist und was die Leute so tun. Und er als der Curacell stehen hat, dann haben wir gedacht, ich schaue mir das auch mal an. Wenn ihr mehr über ihn wissen wollt, da gibt es auch eine schöne Interviewfolge. Richtig. Einfach bei uns im Archiv suchen und anhören. Gunther ist sehr empfehlenswert. Ja. Auch für Leute, die sagen, ich bin schon zu alt zum Laufen anfangen. Nö. Ja, also ihr könnt auch mit 10 Jahre älter als wir uns noch gut davonlaufen. Ja, und ich muss sagen, danach wird es ein bisschen schwieriger zu erinnern, was war, aber das, was mir als nächstes in Erinnerung blieb, war der Fortrace. Das war so. Du bist vom Marathon gegangen, bist du in die Ultraszene reingerutscht. Mhm. Und hast dann wahrscheinlich, das ist jetzt eine Annahme, so Ultras zwischen 50 und 70 Kilometer gemacht. 1-2 Jahre. Wo du gesagt hast, ein Tagesrennen, die kann ich jetzt da, die mache ich. Also sowas wie Fortrails, den Trail Maniac und Salzburg und so weiter. Und da ist nichts, was du sagst, boah, das war sehr prägend. Das war nachher der Trail Maniac. Ich glaube nämlich sogar, dass der Fortrails im Jahr nach dem Trail Maniac war. Ja. Weil, und der Fortrails ist ja ein... Der ist 160 Kilometer, 4 Tage, mit 10.000 Höhenmeter. Und das hat mir dann schon ein bisschen, so unter uns, da ist mir der Kackstift schon ordentlich gegangen. Also da, und das war auch so... Welches Jahr haben wir da? Das war das Jahr drauf, das muss 2014 gewesen sein. Weil 2012 war der Marathon, 2013 waren dann die ersten zwei Ultras. Der Linz-Berg-Marathon war, glaube ich, auch, der war Vorbereitung für den Trail Maniac. Okay. Dann glaube ich, war man in dem Jahr auch noch in München beim Marathon. Da habe ich dann glaube ich, unter 3:30 gelaufen. Das kann man nicht mehr sehen. Und dann im Jahr drauf war der Fortress. Und von dem habe ich auch massiven Respekt, aber das war das erste Mal Hochalpin. Also mein Ziel war schon, irgendwie ins Hochalpine zu kommen, weil ich halt als Stadtjunge jetzt auch nicht so bergaffin bin. Und halt sukzessive mehr weiterzugehen. Mir war klar, ich will bei den 50 nicht stehen bleiben, weil man halt dann immer von 100 Kilometern und 100 Meilen ist, und damals war auch schon das Ding, irgendwann will ich dreistellig sein. Sei es Kilometer oder Meilen. Ich will auf jeden Fall dreistellig sein. Aber ich war jetzt nie so der Typ, der dann von 50 sagt, ah, fuck it, melde mich einfach 100 an, sondern meine Idee war schon so, jedes Jahr so ein 10 Kilometer drauf zu packen. Dann mal 60, dann mal 70, 80 und so sich immer in den Wohlfühl und dann im nächsten Jahr quasi den nächsten Schritt zu gehen. Wie bist du auf die Idee gekommen überhaupt? Was jetzt? Dass du immer ein bisschen weiter und ein bisschen mehr, also wie ist dein Plan entstanden? Weil manche sind ja so, willst du mitlaufen? Ja klar, wie weit ist denn überhaupt? Oder aus dem Stand 100 Kilometer laufen, also da gibt es ja diverse Ansätze. Hast du da schon einen Plan gehabt, dass du, oder war das durch das Buch lesen, dass du gesagt hast, nein, ich möchte irgendwann einmal 100 Kilometer laufen? Oder du hattest ja offenbar nicht die falschen Freunde. Nein, ich habe damals relativ wenig Leute, ich habe damals auch quasi bis auf den Freund aus Südafrika keinen wirklich gekannt, der das gemacht hat. Und ich glaube, es war eher halt, ich weiß nicht, ob ich damals schon Podcasts gehört habe, aber es waren so Dinge, die ich halt gehört und gelesen habe. Und ich bin dann ziemlich reingekippt, also in das Ganze. Ich habe mich dann alles versucht zu lesen, habe das Trail Magazin abonniert damals. Und das hat mich immer irgendwie, das hat mir irgendwie immer getaugt. Irgendwie immer gedacht, das will ich auch. Ich habe halt gemerkt, dass ich da jetzt nicht Weltklasse drin bin, aber dass ich auch nicht der Letzte bin, der ins Ziel kommt bei sowas. Und irgendwie haben wir gedacht, das taugt mir. Und irgendwie wollte ich da, weiß ich nicht, das ist so die Frage, warum du das noch immer machst, das ist ein bisschen so, weißt du, was machst, was nicht jeder macht, und weißt du, was du dann irgendwie auch kannst und weißt dann irgendwann auch herausfinden wolltest, wann es nimmer geht. Und ja,
Das war okay, beim Fortrails war es aber noch nicht so weit. Nein, da ging es noch. Da ging es, aber der Fortrails war, der war deswegen eine Trendwende, weil ich für den dann auch selbst trainiert habe. Und damals habe ich trainiert nach Brian Powell, das ist ja der Iron Far Gründer, der hat ein Buch ausgebracht, Relentless Progress Forward oder so, Forward heißt das. Irgendwie so heißt das. Ich kann das jetzt, ich letztens wieder erst gelesen und oh mein Gott, das Buch ist alt. Egal, auf alle Fälle verlinkst du das da, auch. Genau, und da war ein Trainingsplan für 100 Meilen drin. Und ich habe mir gedacht, 4 Tage, 100 Meilen, das wird schon irgendwie hinkommen. Und haben wir damals eingebildet, ich muss so viel machen, wie nur geht. Also echt massiv und auch so viel Höhenmeter, wie nur geht. Und ich bin dann kurzes Bonbon dazwischen. Ist es ein ähnlich schlaues Buch wie mein, ich habe auch irgendwie so ein Marathonbuch, irgendwie toller Autor, kennt jeder, weiß nicht, große Marathonbuch, wo Trainingspläne drinnen sind für Marathon, 6 Stunden, 12 Stunden Rennen, 100 Kilometer und Marathonrennen in verschiedenen Geschwindigkeiten und das Schnellste, was drinnen ist, ist ein Marathon in Sub-220, der Trainingsplan dafür. Und ich bin mir echt nicht sicher, aber warum macht man sowas? Ich glaube nicht, dass es irgendwo einen Marathonläufer gibt, der Sub-220 läuft, der den Trainingsplan dann braucht. Also, ist nein, es in dem Buch auch so? Dass nein, du einfach nein, so gar nicht so, gar nicht so. Es heißt übrigens Relentless Forward Progress, A Guide to Running Ultramarathons. Es war so schon so ein Buch, so ein bisschen für Anfänger, das sich einführt in das Thema Ultramarathonlaufen, was es heißt, was es braucht. Und seine Philosophie oder seine Idee war, dass du nicht irgendwie diese verrückten 40, 50 Meilen am Wochenende brauchst, sondern dass du mit verhältnismäßig geringeren Distanzen genauso 100 Meilen finishen kannst. Und der längste Lauf waren irgendwie 39 Kilometer. Das war der längste Lauf in dem ganzen Plan. Und es ging eigentlich nur darum, so viel wie möglich auf den Beinen zu sein. Er hat irgendwie, donnerstags war mal so eine, entweder machst du Speedwork oder du hängst einfach 3, 4 Kilometer dran und machst einfach keine Speedwork. Das war so sein Ding. Es ging nur darum, dass du quasi als Otto-Normal-Mensch halt auch irgendwie 100 Meilen schaffen kannst, wenn du willst. Es war irgendwas habe ich mich anhalten müssen und das war das, an was ich mich angehalten habe. Und habe das aber vielleicht noch ein bisschen ins Extremum geführt. Unter der Woche bin ich dann zusätzlich zu dem Training immer noch ins Büro gelaufen, weil ich mir dachte, das sind einfach mehr Kilometer, die brauche ich irgendwie. Das waren so 6 Kilometer hin, 6 Kilometer zurück. Und am Wochenende bin ich dann immer nach Burgersdorf gefahren und bin einfach eine Strecke rausgesucht, die in der geringsten Distanz die meisten Höhenmeter hat und bin die einfach stupide jedes Wochenende Samstag und Sonntag gelaufen. Also meine 39 Kilometer Läufe hatten nur noch so 1800 Höhenmeter. Und das habe ich dann einfach von Jänner bis Mai, Juni betrieben. Man merkt, der Spaß steht bei dir im Vordergrund. Das hat mir damals auch wahnsinnig Spaß gemacht. Es hat vielleicht all meine Energie gebraucht, um das durchzuziehen und danach ungefähr ein halbes Jahr nicht wirklich mehr laufen können, weil ich körperlich ein bisschen im Arsch war, weil ich es vielleicht ein bisschen übertrieben habe und der Trainer würde jetzt alle Hände über den Kopf zusammenschlagen, wenn er damals gesehen hätte, was ich getan habe. Und bin dann durch diesen Fortis auch verhältnismäßig gut. Ich habe dann sogar 2 oder 3 Wochen vor dem Vortest noch, war ich dann leicht verletzt, habe dann die letzten 2 Wochen nichts gemacht, aber habe ich schon realisiert, jetzt ist es wurscht. Und bin dann eigentlich, war ich dann ziemlich happy mit meinem Fortest. Ich bin durchgekommen, es war alles gut. Ich habe mich am letzten Tag irgendwo in der Hälfte, das war auch die längste Distanz, glaube ich, das waren 45 Kilometer, meine ich, nach Samnaun. Habe mich da auch irgendwie leicht verletzt, habe dem aber dann nicht wirklich Beachtung geschenkt. Habe dann ein bisschen, war dann überglücklich, das war, ich meine, es war hochalpin, das war alles, von dem ich jemals geträumt habe. Unter 28 Stunden bist du im Ziel gewesen. Okay, ja, das weiß ich gar nicht mehr. In 27, 59, 14, du hast das mit den 59er. Anscheinend. War der glücklichste Mensch der Welt, dass ich das geschafft habe. Das war immer das, was du in den ganzen Trail-Magazinen siehst, dort war ich auch einmal. Ich bin in die Berge herumgeirrt. Auch der einzige Moment, wo ich gebrochen war, war, wenn du musst auf diesen Ochsenscharte musst du, das ist der letzte höchste Punkt, bevor du nach Samnaun runtergehst. Und ich dachte schon, ich bin oben, lauf runter, bin happy, weil ich gewusst habe, wenn ich da oben bin, sind es nur noch 10 Kilometer runter und dann bin ich endlich im Ziel und ich habe es geschafft und oh mein Gott und Tränen und so. Und kommt bei der Fotografin entgegen, macht Foto und sagt, nicht mehr lang und du bist oben. Und ich schreue entgeistert an und sage, wo muss ich da rauf? Und er zeigt auf den nächsten Hügel vor sich. Und da habe ich echt kurz ein Fuck in den Berg reingeschrien.
und bin dann weiter mit meinen Stöcken. Da habe ich mir dann Stöcken gekauft, fürs Fortschritt-Training. Auch lustige Geschichte, bei meinem ersten Mal, wie ich die Stöcke benutzt habe in Burgersdorf, bin ich zurückgelaufen, habe das Autodach gelegt und sind mir dann bei der Autobahn hinten runtergeflogen. Bin ich heimgefahren, habe mir neu gekauft. Die ersten Stöcken haben mich also doppelt so viel Geld gekostet. Sehr gut, aber du hast jetzt immer einen Ersatzstock. Ja, mittlerweile sind die auch alle kaputt und ich habe neue, aber ja, ich hatte lange Zeit einen Ersatzstock, das ist richtig. Ach so, ja, stimmt. Der ist damals vom Brustgurt gebrochen. Der Stock, Peter. Ende dieses Jahres haben wir dann, also in dem Fortschrittsjahr, haben meine Eltern zum 30er, genau, bei 40 bin ich noch nicht, den New York Marathon geschenkt. Und ich wollte dann auch Ende des Jahres 100 Kilometer laufen. Und habe dann nach dem Fortschritt versucht zu regenerieren, habe dann irgendwie, ich hatte im Oberschenkel irgendwie wahrscheinlich ein Ziergel oder so irgendwas, irgendwas eh nichts Schlimmes. Also du mögest unseren germanischen Freunden und allen anderen, die nicht wissen, was ein Ziergerl ist, erklären. Wie erklärt man Ziergerl? Es ist so ein Muskel, beleidigter Muskel, oder ich weiß nicht, wie erklärt man das? Kannst du es erklären? Nein, deswegen kannst du es ja dir erklären. Ja, ich weiß auch nicht. Googelt es einfach. Auf Wikipedia. Richtig. Einfach. Nein, es hat einfach irgendwie in der Arschgegend hat einfach immer wehgetan, wenn ich laufen bin. Und ich habe es dann irgendwie immer mehr übertrieben und halt mir gedacht. Das war der verlorene Stock. Richtig. Und ich habe mir gedacht, ich muss dem halt noch eins draufsetzen und wollte irgendwie noch mehr machen, weil ich halt noch. Mein Credo war größer, höher, weiter, schneller. Ich hatte halt immer Angst, zu wenig zu machen. Wenn ich mal einen Tag nichts gemacht habe, habe ich schon Panik gehabt, dass mich das jetzt mein Finish kostet. Und habe das dann so übertrieben, dass ich im Sommer dann Knieprobleme gekriegt habe. Das haben wir jetzt im Sommer 15. Ja, müsste sein. Sommer 14, Sommer 15, irgendwie sowas. Naja, Sommer 14 hast du in Fortrails gemacht? Genau, das war derselbe Sommer. Achso, selbe Sommer noch, okay. Dann Sommer 14. Ja. Und da habe ich dann, das war dann, was ich herausgestellt habe, was der Meniskus, der was massiv beleidigt war. Ich war halt massiv verkürzt, weil ich halt, ich bin davor, du weißt, 100 Kilometer war eine Regenerationswoche für mich. Ich bin da sicher durchschnittlich 120, 130 Kilometer in der Woche gelaufen. Nicht wenig. Mit 4.000, 5.000 Höhenmeter. Quasi aus dem Stand heraus. 6 Monate lang. Ich bin teilweise 500 Kilometer im Monat gelaufen. Keine gute Idee im Nachhinein. Ich kann das nicht empfehlen. Also ist dieses viele Training eigentlich gar nicht so gut? Nein. Okay, dann lass ich so stehen. Nein. Wenn man sich langsam dran herantastet, dann ist es nicht so schlecht. Aber wenn man es quasi aus dem Stand macht, vorher so irgendwie 40, 50 Kilometer läuft und plötzlich verdreifacht man das Ganze, semi-gute Idee. Und habe dann den 100 Kilometer Lauf ausgelassen, weil es einfach, ich bin Testlauf 10 Kilometer eine Woche davor und da hat es massiven Stich ins Knie gegeben und haben wir gedacht, na, das ist keine gute Idee. Der besagte Freund aus Südafrika ist damals dann 100 Kilometer gelaufen. War dann auch bei Ärzten und Dings und die haben mir gesagt, ja, ich muss halt dehnen, ich bin halt massiv, alles ist verkürzt, der Oberschenkel zieht halt massiv aufs Knie und das ist halt der schwächste Punkt und der gibt nach. Okay, das heißt, du hast dann schon 5 Jahre oder 4 Jahre die Laufschuhe geschnürt und hast wahrscheinlich exakt nichts außer Laufen gemacht. Richtig, was macht man sonst außer Laufen? Mehr Laufen. Richtig. Okay. War aber dann in New York halt, war New York später? Nein, das war auch in New York, oder? Nein, New York war später. Ich muss mich entschuldigen, New York war später. Da habe ich damals, das war das mit der Ferse, war New York. Wurscht. Habe aber dann relativ schnell realisiert, dass ich mir selbst kein guter Trainer bin. Also diese Verletzung, die bin ich dann irgendwann losgeworden, weil ich dann bei einer Physio war und die aber ein paar Übungen machen müssen und irgendwann ist dann gegangen, aber ich habe gemerkt, ich muss irgendwas anders machen. Es war ein ähnlicher Moment wie vor diesem ersten Marathon. Und ich habe das in irgendeiner Folge schon mal gesagt, ich finde es nicht schlimm, wenn man einen Fehler macht, ich finde es nur ein bisschen schlimm, wenn man den Fehler zweimal macht. Und ich wollte nicht nochmal so verletzt sein. Es war noch immer das Jahr mit den meisten Kilometern, aber nur, weil ich sie quasi in der ersten Hälfte gelaufen bin und in der zweiten Hälfte quasi fast nichts gelaufen bin. Und ich wollte einfach gesund und glücklich laufen. Und habe beschlossen, ich schreibe mir keine Trainingspläne selber, ich engagiere mir jetzt einen Trainer. Und okay, das war dann 2014 auf 15. Ja, genau. Und haben wir gedacht, wen nehme ich da? Ich kenne da keinen.
und habe vorhin Talk Ultra irgendwann von der Julia Böttger gehört und dass die auch Trainingspläne macht. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Die war damals einer der besten deutschen Ultraläufer. Hab die angeschrieben und haben wir von der Trainingspläne schreiben lassen. Und ja, die hat auch wieder mein Volumen massiv reduziert, logischerweise, was jeder vernünftige Trainer machen wird mit mir oder gemacht hätte mit mir. Ja, dann habe ich halt, dann habe ich so einen Wettkampf nach dem anderen gemacht, so Etappenläufe und also ich war beim Rennsteiglauf, Etappenlauf. Dann habe ich halt jedes Jahr so 2, 3, 4 so Events mir rausgesucht, am liebsten irgendwo, wo ich noch nicht war. Aber bei Rennsteiglauf hast du vor Fortress gemacht. Mhm. Echt? Den habe ich vor Fortress gemacht. Siehst du, weißt echt viel. Ja, und das Jahr drauf hast du einen Großglockner Trail die 50 gemacht. Genau, das war der zweite Moment, wo ich geglaubt habe, ich werde nicht mehr, wie ich da diese Scharte rauf bin, diese 2 Kilometer in einer Stunde 15 oder so. War es steil? Ein bisschen. Da war es halt auch zum ersten Mal quasi 30 Kilometer lang, so um die 2000 Höhenmeter. Ich glaube, die dünne Luft habe ich da nicht ganz so vertragen. Aber und das war die Zeit, wo du deine Ernährung umgestellt hast? Nein, genau. War das vorher schon? Ich glaube, beim Fortress waren wir noch nicht vegan, weil der Freund aus Südafrika ist dann auch vegan geworden. 2016 war es das schon definitiv, weil bist du schon im Team Veganer.at gelaufen. Ja, das kann sein. Irgendwann, ich kann's nicht. Irgendwann so rund um den Glockner wurdest du durch die dünne Luft bekehrt. Richtig, wahrscheinlich. Dann wollte ich eigentlich beim Transalpine ranlaufen und habe mich 2 Wochen vorher verletzt. Da bin ich umknickt und dürfte mir irgendeine Sehne oder sowas angerissen haben, überdehnt haben. Das war der zweite, dritte wichtige Ereignis, dass wir durch den Transalpine ran habe ich die Bergzieger kennengelernt. Und das war zum ersten Mal dann auch, wo ich quasi, also ich bin der Bergzieger und in Jordi ja schon auf Twitter gefolgt, aber sie mir nicht. Und irgendwie durch das habe ich die kennengelernt und dann zum ersten Mal auch ein bisschen so in die Szene reingerutscht. Weil davor waren immer nur der Südafrika-Freund und ich. Wir haben uns halt die Rennen rausgesucht. Der Südafrika-Freund. Wir haben uns halt nur die Rennen rausgesucht, aber niemanden gekannt halt. Und eigentlich wollte ich ja Leute kennenlernen irgendwie. Und da haben wir dann die Zieger kennengelernt und jeder, der die Bergzieger kennt, weiß, wie offen und kommunikativ die Bergzieger ist. Und das ist eh schwer, wenn du sie einmal triffst, die Ziege, ihn nicht kennenzulernen. Also hat das eh super gepasst. Und habe mich dabei verletzt gehabt, wieder mal. Und das hat, dann im selben Jahr habe ich mir dann Schlüsselbein deppert gebrochen. Ja, du hast ja dann nicht, das war dein erstes DNF, genau, oder? Da bin ich nach 3 Tagen raus, weil es einfach der Fuß von hat. Wie viele Tage sind das? 7? 7, genau. Okay. Und den Transalpine Run, dann quasi laufst du zu zweit. Wenn aber einer aussteigt, darf der zweite als Single Finisher fertig laufen. Ja. Das ist dann irgendwie eine andere Wertung, aber. Ja. Ich habe dir schon mal gesagt, dass ich noch eine Rechnung mit ihm offen habe und du mal mit mir laufen musst. Ja, das werden wir definitiv machen. Und da bin ich dabei. Der Jordi und die Ziege berichten noch immer davon, dass es eines ihrer größten Zieleinläufe war. Und weil es mir gerade einfällt, der Jordi berichtet ja jetzt auch in seinem neuen Podcast Schweiß und Pommes. Das auch. Auch über das Ereignis und spricht Jahre später noch immer, dass es sein großer Zieleinlauf war. Also das hat mir damals auch geschmerzt, nicht dabei sein zu dürfen beim Ziel. Das glaube ich. Wobei der Jordi, das erwähnt er ja sehr gerne, dass er eine Triathlon-Vergangenheit hat, eher nicht so. Und wir sind der Beweis in der dritten langen Folge, also ich weiß nicht, ob wir die Kurzfolge jetzt an der Zurechnung gehabt haben, berichten sie davon, dass wir der Beweis sind in Folge 82, als wir ihn zu Gast hatten, dass er sagt, Triathlon ist ein No-Go. Ja, er wird entweder alt, senil oder, ich weiß nicht. Oder die Hormone. Ja, ich glaube, das ist ja, ob es die Hormone zum Hartweg, zum Malis oder zum Dom sind wir uns nicht sicher, aber. Ja, es ist seitdem wir nicht mehr jedes Mal in der Sendung erwähnen, seitdem wir den Jordi-Account ausgelassen haben, glaube ich, ist sein Leben einfach massiv abgestürzt. Okay, na, dann müssen wir das wieder anfangen. Ja, es hilft einfach nichts. Dann wieder zurück zum Laufsport kommt. Jordi, wir machen uns nur Sorgen um dich, es ist alles. Ja, wir haben es versucht, aber du bist uns abhanden. Komm, komm zurück. Du darfst doch wieder Gast bei uns sein.
ja, Jordi, die Rückkehr, Episode 2. Auf jeden Fall war ich, okay, war ich dann wegen Schlüsselbein und Fuß relativ lang außer Gefecht. Wieso Schlüsselbein? Ich bin mit dem Fahrrad gegen einen Bus gefahren. Stand der Bus? Nein, der Bus fuhr. Ich auch. Bist du von vorne oder? Nein, von der Seite bin ich rein. Lustigerweise hinterm Unfallkrankenhaus Meidling. Also echt genau dahinter. Das heißt, du hattest nicht einen Unfall mit dem Bus, sondern wirklich, du bist am Bus reingefahren. Ich bin im Bus reingefahren, ja. Ich habe ihn, ich war dann, weil ich auch, ich musste dann operiert werden, weil der Schlüsselbein ein bisschen gesplittert ist und sie das irgendwie festmachen mussten. Und ich war dann 3 Wochen Krankenstand und alles bei Personenschaden, der irgendwie länger als 2 Wochen Krankenstand resultiert, musst du dann wird automatisch polizeilich untersucht, was da passiert ist. Und so auch bei mir. Und man hat mir danach erklärt, dass ich eine Stopptafel übersehen habe. Was ich danach im Nachhinein rausgefunden habe, auch stimmt. Ich habe diese Stopptafel noch nie vorher gesehen. Zu meiner Verteidigung, ich bin am Fahrradweg gefahren und die Stopptafel ist auf der Straße, da sind auch so Bäume dazwischen. Also wenn man quasi nur auf seinen Fahrradweg schaut, sieht man die Stopptafel auch nicht. Aber ja, sie ist da, ich hätte sie sehen müssen. Sie gilt auch für mich. Ja. Wobei, die Stopptafel zu sehen oder nicht, ist ja nicht das Problem. Aber ein Bus nicht zum Sägen ist halt eher schwierig. Ja, ich bin damals immer mit dem Fahrrad in die Firma gefahren, statt zu laufen. Und ich war einfach gerade irgendwie Gedanken verloren, habe nicht aufgepasst und habe 10 paar Sekunden zu spät gebremst und ja, bin ihm reinpickt auf der Seite. Also es muss für den, der auf der Scheibe gesessen ist oder hinter der Scheibe gesessen, die ich reingefahren bin, muss es eher ein komisches Bild haben. Vielleicht hat er oder sie noch immer irgendwie Albträume davon, dass urplötzlich ein Fahrradfahrer in der Windschutzscheibe, also in der Scheibe pickt. Aber ja. Und okay, dieses Metallding musste mir dann im Februar, also es war irgendwie im September, und ich musste mir dann im Februar wieder entfernt werden. Ich durfte eigentlich dann auch nicht mehr so viel Sport machen, weil wenn das dann wieder bricht, dieses Metallding, dann wäre das wahnsinnig schlecht gewesen. Das heißt, davor hat mir jeder Arzt mehrere Male gewarnt, dass ich da aufpassen muss. Okay, das tust du, wie lange hast du dann Pause gehabt? Schon so 5 oder 6 Monate, in denen ich nie mehr als zusätzlich mit dem Fuß, war ich dann noch beim Physiotherapeuten, der hat gemeint, ich darf auch wegen dem nicht mehr als 7-8 Kilometer laufen. Und ich kann mich noch damals erinnern, nachdem das alles vorbei war und ich wieder quasi gesundet war, zum ersten Mal 15 Kilometer gelaufen bin, war ich am Sand. Ich war absolut am Sand, weil ich, es waren 1,5 Stunden oder noch länger, weil ich es einfach nicht mehr gewohnt war. Aber das heißt, du hast eigentlich nach dem Four-Trails krank, aufbaut, Bus, krank. Das heißt, eigentlich war das Jahr 2015 bis auf den Glockner komplett für den Zimt. Ja, es hat in dem Sinne was gebracht, dass ich gemerkt habe, dass es mit Trainer schon gut funktioniert hat. Also das war schon was mir taugt hat. Die hat mir das gesagt, was ich tun muss und ich habe das einfach befolgt. Das war vom Umfang her weniger, als ich es gewohnt war. Und es hat sich irgendwie so angefühlt, als würde ich zu wenig machen. Ich habe aber gemerkt, dass es funktioniert hat. Ich war erstens erholter, ich war besser regeneriert und ich bin vom Gefühl her bin ich einfach stärker geworden, habe ich einfach gemerkt, dass das, was ihr das sagt oder tut, Sinn macht und dass ich dem glauben kann, wenn mir wer das sagt und dass ich selbst einfach kein guter Trainer bin. Habe aber dann durchs Team immer wieder mitbekommen, dass es dort auch Trainer gibt und wie die quasi mit einem, dass da viel mehr Kommunikation halt ist und es ist keine Kritik irgendwie, aber die Julia hat halt irgendwie so 3 Pakete gehabt und in dem einen Paket konntest du halt das Billigste, was ich genommen habe, weil ich wollte auch keine 160 Euro im Monat ausgeben oder was das größte Paket gekostet hat, hast halt nur eine E-Mail in der Woche schicken müssen und irgendwie wollte ich einen Trainer haben, den ich ein bisschen öfters erreichen kann und der mir ein bisschen mehr Feedback gibt und ich dachte mir, da gibt es 2 Christopher im Team, die beide Trainer sind und eigentlich wollte ich zum anderen Christoph. Weil von dem habe ich immer gehört, jeder, der beim Trainiert hat, erzählt, dass das gut funktioniert und dass es so gut ist. Ich habe mal angeschrieben und gemeint, schaut so aus, können wir was machen? Und er sagt, ja, das können wir schon machen, aber sie wechseln sich quasi immer ab, immer wenn ein neuer kommt, einmal nimmt der Christoph und einmal nimmt der Christoph und der andere wäre quasi an der Reihe. Und ich habe gesagt, ja, wurscht, passt. Das war dann der nun bekannte Trainer. Und dann habe ich mit ihm getroffen und irgendwie hat es von Anfang an, zumindest von mir aus, haben wir gedacht, dass der passt die Chemie, die Chemie passt zwischen uns. Also irgendwie
der Schmäh ist gerannt. Wir waren beim ersten Treffen, glaube ich, 3 Stunden essen und haben über das Laufen geredet und über das, was ich alles so erreichen will. Mhm. Und seitdem trainiere ich mit dem Trainer. Ja, das war dann irgendwie 2016 muss das dann gewesen sein. Das muss 2016 gewesen sein, weil da hast du ja auch, ich meine, da hast du ja dann wieder richtig zugelangt. Genau. Und 2016 hast du ja die erste, also da hast du ja eine Saison, wo man sagen muss, Respekt, Respekt. Genau, da war dann der erste 100er, da war dann der Dirndl-Tal, extrem. Genau. Da war dann in Langenzersdorf die 12 Stunden, wo er mich bei 80 Kilometer gekappt hat. Tatsächlich darf ich nicht mehr als 80 Kilometer laufen, weil du aus einer 5- bis 6-monatigen Verletzung zurückkommst und mehr ist einfach nicht gut. Okay, das überrascht mich sehr. Das heißt, er hat ihn nach einer gewissen Zeit einfach rausgenommen? Er hat mir vorher gesagt, nach 80 Kilometer soll ich zum Laufen aufhören. Ich kann mir Zeit lassen, wie lange ich will, aber ich soll nicht mehr als 80 Kilometer laufen. Und du hast dann wirklich aufgehört? Ich habe aufgehört, ja. Nach wie vielen Stunden war das dann? War 10 irgendwas. Meine Idee war 5 Runden laufen, eine Runde gehen und irgendwie nach 50 Kilometer habe ich eine Dreiviertelstunde Pause gemacht, habe gegessen. Ich habe mir damals irgendwie so Quinoa und so Zeug mitgenommen, bin jetzt am Gessen, bin dann wieder und wollte dann die restlichen 30 quasi noch laufen. Habe dann aber irgendwie nach 15 nochmal eine Pause gemacht und war dann nach 10 oder sowas fertig und habe mich dann einfach hingesetzt und er war ja auch dort der Trainer damals und haben einfach Schmäh geführt. Und ja. Mhm. Nee, es war ja die Sabrina, die auch schon bei uns war. Genau, die habe ich damals kennengelernt. Genau, die ist ja dort auch mitgelaufen. Die ist mir vorbeigelaufen und hat geschrieben, Team Vegan, yeah, 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 yeah. Ja, und sie hat ja die Frauenwertung gewonnen. Genau. Und mit dem Trainer und mit dem Robert gemeinsam sind wir dann eben damals auch den für mich ersten 100er gelaufen beim Dirndl-Tal. Sind wir zu dritt gelaufen. Und ja, das war... Und gefinisht. In unter 18 Stunden, weil für das hat es eine Gürtelschnalle gegeben. Ja, genau. 17 Stunden 20. So ist es. Aber du hast das erste Mal in Italien, beim Cortina, den Mozart hast du nochmal gemacht. Genau, das waren die Vorbereitungsläufe. Also beim Mozart habe ich dann in Gunther kennengelernt, weil der wollte damals den Langen laufen, hat ihn aber auch nicht gelaufen. Auch, glaube ich, wegen Ferse, soweit ich mich erinnern kann. Da waren wir dann mit Gunther, das war eines der letzten Male, dass ich mit Freunden aus Südafrika zusammen bei dem Laufevent war. Weil der ist damals den Lange gelaufen. In ihren 14 Stunden, 15 Stunden ist er gelaufen. Wahnsinnszeit damals. Oder 17 Stunden, oh. So irgendwas. 17 Stunden, glaube ich. 18. Und das ist aber das erste Jahr, das du verpodcastet hast. Genau, da habe ich doch, glaube ich, Ende des Jahres dann angefangen, oder? Weil Jahresplanung 17 ist schon in der Folge 2, 3, was auch immer. Da habe ich mir damals gedacht, was die alle können, kann ich auch. Genau. Und dann ist es ja richtig losgegangen. Dann hast du noch, also dann genau. Hast du 2017 hast du mal ordentlich draufgelegt. Ja, dann hatte ich auch plötzlich nicht mehr das Problem, mich um zeittechnisch um den anderen kümmern zu müssen, sondern ich hatte plötzlich freie Wahl über meine Zeit und konnte quasi all meine Zeit dem Ultrasport widmen und haben mir gedacht, ich nutze das Single-Leben und fahre einfach, also ich wollte mir einfach Sachen anschauen und ich mir gedacht habe, es gibt keine bessere Ausrede, als dann einfach irgendwo hinzufliegen und zu laufen. Dann war ich halt, wo war ich denn überhaupt? In Italien war ich dann und auf La Palma, auf Madeira. Genau, du warst beim Transvulcania, genau. Den Lavaredo ausgemacht und 2018 hast du nachher Wienerwald in die Feige, Madeira gemacht. Genau. Wobei Madeira war ja für dich sehr einprägsam, oder? Der Mute. Der Madeira war damals hatte ich dann wieder mit der Ferse zu kämpfen. Das war meine letzte große Verletzung. Also ich kann mich erinnern, Transvulcania hat dich sehr beeindruckt. Transvulcania war geil. Das bin ich damals auch mit dem Jordi gelaufen. Das war auch so ein Rennen, das du immer wieder in die diversesten Podcasts gehört hast. Und jedes Jahr zur Transvulcania-Zeit sind alle nach La Palma geflogen und haben berichtet. Und die ganzen Stars waren dort. Und irgendwie gedacht, das will ich auch. Und habe dann mitbekommen, dass der Jordi angemeldet hat. Und habe gedacht, scheiß drauf. Warum? Das kann ich auch. Bin allein hin, eine Woche, knapp unter einer Woche, haben wir ein Hotel gebucht und haben es vor einem Stadtplatz organisiert. Und auch mit dem Trail Grip. Ich glaube, ich weiß nicht, ob er noch auf Twitter Trail Grip heißt, der Bert. Mit dem sind wir dann zu dritt sind wir das gelaufen und ist irre beeindruckend. Also kann ich jedem empfehlen, der irgendwie unbedingt machen.
unbedingt machen. Und Madeira ebenso, oder? Weil Madeira ist ja auch sehr beeindruckend. Madeira ist beeindruckend, aber ich weiß nicht. Total schwer. Ich weiß nicht, ob wenn ich jemandem empfehle, Madeira zu machen, wenn er oder sie zurückkommt, mich nicht hasst dafür. Madeira ist halt schwierig. Madeira ist, ich glaube, technisch das anspruchsvoll. Der Gute ist sicher noch anspruchsvoll, aber er gehört technisch schon zu den schwierigsten Dingen, die ich gemacht habe. Und er ist auch bei Madeira kannst du in 14, 15 Stunden fertig machen. Wenn du das schaffst, Peter, dann weiß ich nicht. Ich habe nicht gesagt, dass ich das kann. Ich habe gesagt, man kann. Es gibt Menschen, die das können. Der Frau Sultan macht das sogar in 13 irgendwas, oder? Ja. Also die Siegerzeiten sind dort, glaube ich, so irgendwo 13 hoch, 14 nieder, je nach Jahr und Lust und Laune. Das war das Erste, die größte Grenzerfahrung, die ich gemacht habe. Also, Eckdaten sind 115 Kilometer, wie viel? 7000 Höhenmeter, glaube ich. Und 3 Millionen Stiegen. Ja, und da kommt so mein Unwissen durch. Das mit den Stiegen habe ich nicht ganz so realisiert. Und ja, ich weiß nicht, ich finde, die Daten beschreiben es noch gar nicht so, wie krass dieses Ding ist. Problem 1 war, das Ding startet um 12. Mit Zeitverschiebung und so war es für uns irgendwie eine der Früh. Damals bin ich mit Basti, mit der Bergzieger hin. Das heißt, da haben wir schon ewig gewartet. Und dann fangst du dieses Rennen an und nach 200 Meter geht es quasi senkrecht rauf und du wirst schon mal vorbereitet darauf, was dieser Lauf in sich hält. So ein bisschen Steigung gibt es auf Madeira nicht. Entweder ist das Hölle steil oder es ist irgendwie nichts. Dann war es noch relativ schier. Es war extrem skatschig. Es war einfach brutalst. Das war von die Wetterverhältnisse brutal. Es war vom grundsätzlichen technischen Terrain brutal. Das Rennen war einfach nur brutal. Der Basti wollte nach 40 Kilometer raus und sagt, er tut sich das nicht mehr an. Wir sind irgendwann um 3 in der Früh sind wir da so eine Steigung rauf. Es hat geregnet, es war kalt. Wir sind dann zur Labestation rein und der Basti wollte sich unter dieses Wärmeschammerl da, also die haben so eine Wärme ja, genau, so Dings gehabt. Basti, wir müssen da raus. Wenn du da jetzt 10 Minuten drunter stehst, kommst du raus und ist nachher wieder genauso kalt. Wir müssen uns irgendwie bewegen, müssen weiter. Also es war echt, echt brutal. Ja, und wir haben eigentlich die Idee gehabt, in der zweiten Nacht, so gegen 12 fertig zu sein, weil unsere Zielzeit war irgendwie so 27, 28 Stunden. Das wäre sich dann irgendwie so Mitternacht herum ausgegangen. Nein, nicht ganz, aber. Und sind aber immer langsamer geworden, das heißt, wir sind immer weiter in die zweite Nacht und da habe ich dann, ich glaube, ich habe es sicher schon mal erzählt, zum Halluzinieren begonnen, habe einen Imker wedeln sehen, hatte meine erste und bisher einzige Nahtoderfahrung, da gab es einen Kilometer, wo es 300 Höhenmeter runterging und ich bin wahrscheinlich nur ganz leicht ins Rutschen gekommen, also, normal würde ich das gar nicht spüren, aber in dem Moment, da habe ich glaubt, ich rutsche aus und neben mir ist halt echt runtergegangen, also da war Klippe, also da war halt nichts mehr wirklich. Und ich habe mich da schon unten liegen gesehen und hat mich in dem Moment übermüdet halt, irgendwie schon 40 Stunden wach und gefühlt 25 davon laufend auf den Beinen. Ich habe mich in dem Moment hab ich komplett geistig ausgeschaltet und habe mich da eben tot unten liegend gesehen und habe das wirklich gefühlt. Also das war ganz, ganz schwer zu beschreiben. Der Basti ist, also da waren es noch 400 Meter runter und der Basti hat mit den 400 Metern, glaube ich, 10 Minuten abgenommen, weil ich nicht mehr weiter können habe, weil ich so perplex war, dass ich da jetzt quasi sterbe. Ich habe nicht gewusst, rauf kann ich nicht, runter kann ich nicht. Ich war echt verzweifelt in dem Moment. Bin dann runtergekommen und der Basti hat gemeint, er hat mich noch nie so gesehen. Das war so einen Verfall gesehen wie diesen 400 Metern, als er mich da verlassen hat. Und wir haben auch dann für die letzten 10 Kilometer, glaube ich, fast 3 Stunden braucht oder sowas, weil ich nicht mehr schneller gehen konnte. Und ich war so im Eck, wie ich noch nie im Eck war. Das war, also der Basti könnte... Bis dahin oder war das quasi bis heute? Bis heute wahrscheinlich war ich noch nie so im Eck. Und das mag mitunter auch diese Erfahrung der zweiten Nacht, wir haben es ja beim UTMB-Ding schon erwähnt, mag mich auch ein bisschen so gebrandmarkt haben. Mhm. Ich weiß noch, dass ich danach, ich war nicht nur körperlich fertig, sondern ich war auch geistig und emotional ganz am Sand. Ich habe dann 500 Meter vom Ziel, da ging es nur noch die Straße runter und der Basti schon vor, weil er halt, ich bin echt gekrochen, aber ich habe nicht mehr schneller können und Basti hat eh schon so leid da. Und ich habe gesagt, Basti, bitte geh vor, nein, der passt auf mich auf und der bleibt bei mir und rechne ich mir bis heute noch hoch an. Und in dem Moment
nehme ich das Handy raus und damals war ich dann schon wieder mit meiner jetzigen Freundin zusammen. Und als ich das in den Flugmodus ausschalte, ruft sie mich halt an und ich habe in dem Moment halt mich nicht mehr zurückgehalten. Ich habe halt voll zum Rehren angefangen. Ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Also, ja, dann hört auf, aber ich sehe schon das Ziel. Na, dann geh halt hin, aber ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Und so, ist, so haben wir halt 5 Minuten, zwar die Konversation für 5 Minuten. Und ja, und bin dann in dieses Ziel rein und habe mir geschworen, nie wieder Matera. Also das war... Also bis zum nächsten Mal quasi. Bis jetzt habe ich noch das erst fünf reingehalten. Nein, aber das ist echt, man sagt doch, das ist der kleine Bruder vom Diagonal TV und das war auch immer Bastis, ist noch immer Bastis großer Traum. Aber es hat dann damals schon einen kleinen Realitätsdämpfer gegeben, dass das Ganze dann irgendwie noch 50 Kilometer draufsetzen mit noch 3000 Höhenmeter. Das ist schon eine harte Nummer. Also Matera war echt eines der ich war sicher nicht hundertprozentig optimal vorbereitet, aber das ist schon eine steile Kante. Das darfst du echt nicht unterschätzen. Die haben ja dort, also um das ein bisschen zu verdeutlichen, weil die so wenig gerade Flächen haben, haben die den Flugplatz ins Meer rausbauen müssen, weil sie sonst keine lang genug Gerade hatten, wo Flugzeuge landen können. Also ja, geht es nur rauf oder runter auf der Insel. Es gibt nichts anderes. Nichtsdestotrotz, wunderschöne Insel. Zum Urlauben jederzeit nach Matera fahren. Wunderschön. Also zum Laufen in der richtigen Gesellschaft gerne wieder, oder? Nein. Naja, ich weiß nicht. Also das nehme ich als ja. Ja, das habe ich halt, so ein paar Jahre dann durchaus ausgekostet. Wobei, du hast in diesem Jahr ja noch was gemacht. Labarede, oder? Nein, das war das Jahr davor. Du hast 2018 deinen ersten Ultra gemacht. Ah, deinen ersten 100-Meiler. Ultra. Ja. Den ersten 100-Meiler in Pjukersdorf. In Burgersdorf, Alter. Ja, das war... Ja, den haben wir zusammen gelaufen, die erste Runde. Das war der erste Ultra, den wir zusammen gelaufen sind, nur dass du heute halt noch weitergelaufen bist. Genau, das war auch dein erster Ultra, soweit ich das in Erinnerung habe. Ja, und durchaus. Du bist ja damals bei den Trainingsläufen davor, eine Woche vor deinem Marathon, der drei Wochen, der kurz vor dem ersten Ultra war, bist ja damals 38 Kilometer mit uns gelaufen. Was ja eine super Vorbereitung für den Marathon ist, kann ich mich erinnern. Der Marathon war im Frühjahr. Und das ist im September. Aber bist du nicht bei irgendeinem Training? Ja, das war im Frühjahr. War im Frühjahr? Okay. Ja, das war im Frühjahr, kurz vor dem Marathon sind wir die Runde gelaufen und dann bin ich bei 36 Kilometer ausgestiegen, weil ich gesagt habe, es ist einfach nicht schlau, ein Ultra als Training für einen Marathon zu machen. Sieh, damals haben wir dann noch zum Podcasten angefangen gemeinsam, oder? Genau. Die Zeit herum haben wir zusammen angefangen zu podcasten. Da, wo alles anfing. Genau. Und dann ging es weiter. Genau, da waren die 100 Meilen. Die haben ja verhältnismäßig gut funktioniert, würde ich schon sagen. Ja. Mit Charlie gemeinsam wieder. Dann hast du ein bisschen eine Pause ja gehabt mit den ganz langen Geschichten. Genau, weil dann, wann ist das Jahr drauf schon ist drin? Da war Feitsch, Mozart, die 63, wo du wirklich Gas geben hast. Genau. Plus der Ultra Ibericus und ich glaube, da war Istrien, genau, das war dein erstes großes DNF. Genau, wo ich gemeint habe, ich weiß schon, wie man 100 Meilen läuft. Moment einmal, in dem Jahr hast du 2 DNFs gehabt. Welche noch? In Glockner. Ah, genau, wo ich du da... Du hast Istrien und in Glockner. In Glockner, wo du den Stecken abgerissen hast. Genau. Und Istrien, wo du da gedacht hast, 100 Meilen... linke Backe, genau. Easy peasy. Ja, und ich glaube, dass ja drauf war, dann da war dann gar nicht so viel los, weil da war dann der UTMB und ohne UTMB, den wir nicht gefinisht haben. Das war auch 19, glaube ich, ja. Ja. Und 20 haben wir dann gemeinsam den 100er gemacht in Innsbruck. Genau, das war ja da schon das Pandemiejahr. Genau, das war das Pandemiejahr, da war sonst eigentlich gar nichts, glaube ich. Ja. Außerdem, also so lange Distanzen. Ja, ich weiß nicht, du hast dazwischen immer wieder mal Marathons gemacht, du hast dann einen Marathon in unter 3:10 gelaufen. 13:19. Wirklich? Oh ja, stimmt. Du bist über 3:10 noch. Das ist sehr gut. Also, es ist sehr gut, Punkt. 13:19 zu laufen. Ich dachte, weil du so. Unter 3:10 laufen willst, dann brauchst du keine Sorgen machen. Das habe ich nicht gesagt. Aber gemeint? Das habe ich nicht gesagt. Aber was wir jetzt da nicht erwähnt haben, ist, dass du ja
unter 39 Minuten die 10 Kilometer gemacht. Also du hast ja dazwischen auch Speedwork gemacht. Genau, ich glaube, das war das 2019er Jahr, wo ich dann nach den ganzen UTMB und UTMB beschlossen habe, ich muss einmal aus der Komfortzone raus und den schnellen Halbmarathon laufen, wo ja dann du ungefähr 2 oder 3 Wochen davor mit der 1,28 eine Best aufgestellt hast, dass ich mir dachte, verdammt, ich wollte eigentlich unter Anführungszeichen nur unter 1,30 laufen und jetzt muss ich unter 1,28 laufen. Und das war auch eine Zeit, wo ich die 10er Zeit aufgestellt habe mit 38 irgendwas. 59, glaube ich, oder so. Genau. Und die 5er bin ich ja nicht. 5er, die 59. Ja, genau, 5er bin ich. Da bist eh du, du Pacemaker, bei beiden hast du genau. Einen Pacemaker gemacht, ja. Und hast mich dann bei beiden nach der ersten Runde ziehen lassen. Genau. Beim einen war es halt nur noch 2 Runden, 2 7er Runden, beim anderen war es halt dann noch eine 5er Runde. Ja, das war aber geil, weil wenn du dann, da waren viel so Tempoblöcke und so, und wenn du dann diese 4 irgendwas Tempoblöcke nur noch anschaust, denkst du, das sind die Griech leicht hin. Das war schon noch ein geiles Gefühl. So schnell zu sein. Ja, und dann 20, wie gesagt, waren wir dann in Innsbruck unterwegs. Das hat gut funktioniert. Ja. Und 21 war bei dir ja ab Winter UTMB. Auf den One and Only UTMB ausgerichtet. Ja. Der dann nur so 60% funktioniert hat. Richtig. die Rückrunde ist noch offen. Also, kommt irgendwann vielleicht oder so? Genau. Dir dann, habe ich gehört? Wurde mir zugetragen. Hat das nicht deine Freundin gesagt, dass du mit mir laufen musst? Richtig. Jetzt musst du noch meine davon überzeugen, dass ich dann irgendwann laufen darf. Ganz bestimmt. Red's halt einmal mit dir. Du musst einfach nur so viel daheim quengeln, bis sie sagt, bitte laufe. Bitte geh, bitte geh. Bitte geh einfach. Geh mit Gott, aber geh. Was wir noch gar nicht geredet haben, ist, du hast ja ein Wellenbad der Gefühle gehabt, dass du dazwischen 100 Kilometer geschafft, 100 Meilen geschafft, mehr Tagesläufe geschafft, in Miot geschafft. Trotzdem hast du immer wieder dazwischen auch gut old Dämpfer drinnen, von körperliche Wehwehchen über es haut mir irgendwo auf, das Ziel ist doch noch weiter weg, als ich heute gehen kann. Und dieses Jahr, nach dem letzten Dämpfer, bist du ja auch nicht im geistigen Hochgefühl unterwegs wahrscheinlich. Erstens, wie gehst du damit um, dass das halt immer wieder passiert? Also wie bist du in der Vergangenheit damit umgegangen? Wie gehst du jetzt damit um und was kommt? Also ich sage immer, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Und ich glaube, das ist auch so das Spannende. Und warum ich irgendwann nochmal ultra gelaufen bin, weil ich nach dem zweiten Marathon realisiert habe, den Style finished irgendwie. Du kommst ins Ziel. Das mag sein, dass es auch da, wo es nicht geht, aber das war irgendwie nicht der Reiz. Und der Reiz, also auf der Startlinie nicht zu wissen, ob sich das heute ausgeht oder nicht, war so irgendwie das, was mich immer schon so gereizt hat. Und auch wenn ich das verhältnismäßig konservativ gesteigert habe, war schon so immer das Bewusstsein da, dass es einfach mal nicht funktionieren kann. Per se freut mich jetzt kein DNF, aber ich finde, man muss auch mal zu weit gehen, man muss auch mal drüber gehen, man muss auch mal zu viel machen, damit man weiß, dass zu viel ist. Und genauso bin ich im Nachhinein dankbar, dass ich mich da in den Meniskusprobleme reingelaufen habe und all meine Fehler, die ich gemacht habe, waren im Endeffekt wertvoll, weil, und das habe ich auch schon gesagt, ich finde nicht schlimm, wenn du einen Fehler machst, ich finde nur schlimm, wenn du denselben Fehler zweimal machst, weil dann heißt das, dass du nichts daraus gelernt hast. Und was ich immer versucht habe, ist, mir zu überlegen, was das Problem war und das nächste Mal nicht mehr zu machen. Und ich, zumindest was körperliche Probleme betrifft, hatte ich jetzt noch kein Problem zweimal, wenn ich das überlege. Ja, ich meine, und manchmal ist es halt einfach Pech. Also das mit dem Umknicken ist, na gut, vielleicht sind 50% Pech und 50% mein Unvermögen, aber ja, ich bin halt auch keine elegante Bergziege, ist halt einfach so. Aber ich weiß nicht, ich finde, das gehört immer zum Sport dazu und auch so wie das UTMB-Ding, die Dropout-Rate ist einfach hoch und es gibt da einfach keine Garantie dafür und ich finde das reizvoll an dem und ich finde das auch zum Mitverfolgen wieder spannend, weil es einfach nicht garantiert ist und weil es einfach, man liest ja dann in den ganzen Trail-Magazine oder so, wie sie auch alle heißen, Trail-Running-Szene-Magazin,
immer nur von den Erfolgen, aber dass halt auch viele Misserfolge dazugehören, damit man zu dem Läufer ist, der man geworden ist, der man geworden ist. Oh, ich kann nicht mehr Deutsch. Ich finde, das gehört einfach dazu. Und ja, okay, wenn es körperlich nicht mehr geht, weil ich weiß nicht, man plötzlich sich die Ruhe aufreißt oder weiß nicht, spontan Syphilis oder keine Ahnung, was dann so passieren kann am Weg, wenn man Dinge tut, trifft, weiß nicht, ist ja eine Geschichte. Jetzt da hast du ja auch damit zu kämpfen gehabt schon, dass der Körper willig war, aber der Kopf war schwach. Ich finde, das ist genau, im Endeffekt ist genau das dasselbe. Man muss halt schauen, wenn identifizieren, dass der Kopf war und dann halt versuchen, dass das nächste Mal der Kopf nicht mehr das Problem ist und halt den Kopf halt auch in gewissem Maße halt auch trainieren oder anders machen. Es gibt ja auch diesen Spruch, Dummheit ist dasselbe, immer wieder zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. Ich muss etwas anderes probieren und wenn es das wieder nicht klappt, ist man enttäuscht und der UTMB war definitiv eine riesen Enttäuschung. Aber dann ist es halt einfach so. Und genauso wie Istrien eine riesen Enttäuschung war aber Istrien wahnsinnig wichtig, weil es mir gezeigt hat, dass ich ein hochnäsiger Ultra-Depp war, der geglaubt hat, ich kann nach einem 100-Meilen-Finish in Burgersdorf plötzlich jeden 100-Meiler auf der linken Hoder laufen. Der hat gelehrt, dass es nicht so ist und dass man was ändern muss. Und damals hat sich relativ viel geändert. Ich meine, was sich jetzt durchs UTMB-Training alles ins Positive verändert hat, kann ich dir noch nicht sagen, weil dazu ist er noch zu kurz her. Aber ich glaube auch da, dass er viel ins Rollen gebracht hat und ich wahrscheinlich in 3 Jahren da sitzen werde und sagen kann, was Tolles alles aus dem einen DNF passiert ist. Was ich nur schade finde, ist, wenn man sich halt, wenn man diese Chance nicht nutzt, die Fehler, die man begangen hat und nicht irgendwie daraus lernt. Was mir aber noch einmal, also ja, ich freue mich schon darauf, dann im Recap zu hören, was sich alles Gutes daraus entwickelt hat oder wie du zum mentalen Hulk geworden bist in den nächsten Jahren. Das wird großartig, für mich vor allem zum Zuschauen. Aber was mich auch noch interessiert ist, du hast auf der Straße, also 10, 21, 42 Kilometer, dir Zeiten vorgenommen, hast Tempoblöcke gebolzt und so weiter und so fort. Hast du Zeitziele auch beim Trail und bei den Ultras oder ist es durchkommen? Also du bist jetzt da im normalerweise nicht dafür bekannt, dass du wahnsinnig kompetitiv bist anderen gegenüber, dass du sagst, ich will unbedingt, was nicht, Top 20 laufen oder was auch immer, sondern du sagst, hey, cool, den will finishen. Ist das so oder dass dir das beim Trail wurscht ist? Ja, meistens schon. Also meistens habe ich die schönsten Trail-Wettkämpfe, die ich mich erinnere, war meistens irgendwie mit dem anderen und war die Zeit meistens irgendwie so, ja, es gab schon so ein loses Ziel, aber wenn es dann nicht erreicht wurde, war es auch irgendwie wurscht. Ich war halt im Gegensatz zu dir halt immer einer, der schon gern trainiert hat. Im Training selbst habe ich die Zeitvorgabe immer sehr genau genommen, aber das der Wettkampf selbst, ich weiß nicht, Lavaredo zum Beispiel, die 120 Kilometer, finde ich nach wie vor noch immer, war einer der schönsten und irgendwie besten Wettkämpfe, die ich irgendwie gemacht habe und glaube ich, dass der Anfang der Ziegenfreundschaft, der Großen, das war, und ja, wir wollten damals irgendwie unter 24 Stunden laufen, haben dann hinten raus realisiert, dass es nicht wirklich funktioniert, war uns aber im Endeffekt relativ wurscht, weil es um die Gemeinschaft ging und ich glaube, dass mir dieses gemeinsame Laufen immer mehr angespornt hat als jetzt Wettkämpfe. Also das Wettkampf-Dings. Wie hast du gesagt? Ich kann. Kompetitiv, genau. Ich glaube aber auch, dass damit du wirklich bei solchen Trail-Dingen auf Zeit laufen kannst, musst den einmal so laufen und das kannst du es beim zweiten Mal machen. Weil du nicht genau das Terrain kennst, weil du nicht genau weißt, wie du dich wo einteilen musst. Ich glaube, dass es einfach viel schwieriger ist, anzugreifen und deswegen halte ich sowieso, genauso wie für den ersten Marathon, beim ersten Mal, man kann sich so ein A-Plus-Ziel setzen, aber ich bin halt der Meinung, dass es beim ersten Mal vor allem ums Genießen geht und ums Durchkommen. Und das zweite Mal kannst du dann angreifen. Ich glaube, den ersten Marathon genießen die allerwenigsten Menschen. Ja.
Vor allem so, wenn du das nach 3 Stunden einmal fragst, wie es ja gerade geht, ob es genussvoll ist. Ja, soweit man das halt genießen kann. Aber Genuss muss ja nicht, kann ja auch mit Schmerzen verbunden sein. Was willst du denn ab jetzt genießen, so die nächste Zeit? Das ist eine gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Wir schweben kurz, lang, Asphalt, Steine. Wir schweben schon so ein paar bei denen im Hinterkopf, die aber noch nicht spruchreif sind. Grundsätzlich, was ich auch schon immer auch hier erwähnt habe, war schon so dieses, nach dem intensiven halben Jahr UTMB ist jetzt erstmal Durchschnaufen im Sinne von Volumen gegeben. Also ich laufe derzeit so 4 Stunden in der Woche oder so irgendwie, mache halt viel Mobilisation, so, also tue eh noch fleißig was. Aber das macht derzeit Bock und auch wieder, es kommt wieder Geschwindigkeit und ich gehe wieder auf die Laufbahn. Und meine Idee ist schon, nächstes Jahr wieder auf die 10 Kilometer mal einen Angriff zu wagen. Mein ich habe da dem Trainer ein Ziel rausgehauen, was man gleich als sehr unrealistisch zurückgeworfen hat. Egal, mir geht es nur wieder darum, den Fokus auf irgendwas zu legen und halt ein bisschen aus der Komfortzone rauszugehen. Darüber hinaus gibt es so vage Ideen, aber schauen wir mal. Ich will mal nächstes Jahr auch keinen Stress machen als Neuvater quasi, ist auch meine Zeit limitiert und zumindest in den nächsten paar Jahren. Ich frage mich derzeit echt, wie ich das UTMB-Training untergebracht habe. Also derzeit irgendwie schwer vorstellbar. Ich glaube, dass das gerade eine Saison ist, in der Läuferkarriere, wo es gerade ein bisschen ruhig im Sinne von Volumen zugeht und irgendwann wird es vielleicht auch wieder mehr. Wieso das ja vielleicht ein bisschen mehr auf österreichische Läufe gehen oder sowieso weniger Wettkämpfe? Generell mehr regionaler bleiben, weil ich einfach finde, dass, und das haben, glaube ich, ja wir sich offline auch schon ein paar Mal besprochen, dass diese ganzen Materialien so wunderschön sind. Aber du kriegst das halt auch bei uns genauso schön, anders schön und vor allem billig auch hin. Kann man nicht... Und familienfreundlicher. Vor allem familienfreundlicher. Und das ist halt jetzt das. In den Zug setzen, hinfahren, machen, genau. Zug setzen, heimfahren, genau. Handtag weg gewesen, passt. Und das muss man schon sagen, in den Jahren, wo ich da auf Madeira war und dann gleichzeitig auch in Italien beim Lavaredo, das kostet halt Geld. Und ich war damals Single, ich habe keine sonstigen Verpflichtungen gehabt, das war relativ unter Anführungszeichen leicht, sich das zu leisten. Ja, gut, und Wasser hast du auch gespart, 2-mal im Jahr duschen reicht. Richtig, richtig. Also da. Ja, für T-Shirts. Da ist auch also, in der U-Bahn kriegt man immer einen Platz, wenn man stinkt. Das ist eigentlich ganz. Das ist wohl wahr. Das ist so ein Lifehack. Wenn ihr eigentlich nur Weihnachten und Ostern duscht, seid ihr in der Herbstsaison wirklich ganz vorne dabei, bei 4er-Plätze alleine. Und die Königsdisziplin ist, wenn ihr auch das Gewand nicht wechselt und das irgendwann einmal so alt ist, dass es von alleine steht. Wenn's leicht bäckelt, am besten ihr geht's noch fort, ich würde ein gutes Konzert empfehlen mit genug Bier, damit ihr das Angespieberne von der letzten Woche noch leicht unter der Achsel geht. Richtig. Ja, genau, also regional bleiben und wir haben es eh schon gesagt, nimm die Feitsch her, das dürfte fast von uns ein bisschen was über eine Stunde hin, bist hochalpin, hast einen super Lauf und bist dann kannst du auch schlafen und das ist einfach. Es wird sicher irgendwann wieder die Zeit kommen, wo das irgendwie vielleicht anders möglich ist. Aber derzeit, jetzt auch mit Corona und mit dem Ganzen, wie sich da die Welt möglicherweise entwickelt, auch gar nicht so ratsam. Also, wo wir es jetzt gemacht haben, den Lindkugel Trail, genau. Den kann man im Frühjahr gleich wieder machen, weil er ist schön und gleich ums Eck. Genau, genau. Ja, und dann und aber auch bewusst nach dem UTMB gar nicht so viel vorgenommen. Einfach wieder mal. Habe ich, glaube ich, eh auch schon gesagt, back to the basics, Mobilität arbeiten, wieder an der Geschwindigkeit arbeiten, wieder Intervalle. Was macht man derzeit? Also die Male, wo ich dann laufen gehe, ist meistens mit irgendwie, nicht so nur einfach Larifari dahin laufen, sondern so wirklich mit ein bisschen Schmackes drinnen. Und das macht derzeit echt Bock. Also das taugt mir. Okay. Finde ich grundsätzlich gut, dich ein bisschen so tempomäßig zu kitzeln. Und schließlich muss ich mir die 5 Kilometer Podcast-Bestzeit wieder zurückholen.
Ich halte richtig alle Bestzeiten bis auf die 5-Kilometer-Bestzeit. Obwohl du mir jetzt mit Trainer ja so erzählt, man sich auf der Straße mir gefährlich nahe kommst und ich muss mich echt anschnallen, damit du mich nicht rasend überholst. Wirklich? Ja, aber wurscht. Ich nehme die Herausforderung an und du bist jetzt meine Motivation, dass ich die Podcast-Rekorde halte. Das ist sehr gut. Das heißt, ich werde alles daran setzen, dir deine Motivation weiter hochzuhalten und dich vielleicht ein bisschen dir die Karotte vor die Nase zu kläschen. Ja, dazu musst du einfach nur weiter, ganz weiter brav im Training trainieren und dann schauen, was möglich ist. Ich wusste, da ist ein Haken. Gut, das heißt, wir sind angekommen im Heute und Jetzt und ein bisschen nach vorne geschaut. Wenn jetzt dann noch irgendwie 1000 Fragen bei Menschen aufgestanden sind, mögen sie uns das stellen, per Mail, Instagram oder Facebook. Und wir werden das wieder aufgreifen und erzählen. Aber ich würde sagen, ich muss sagen, im Nachhinein ein sehr witziges Thema. Man erinnert sich dann selber echt erst, was man alles gemacht und denkt sich, verdammt, da war schon auch schon einiges dabei. Nebst dem Gedanken, dass man denkt, so interessant ist man selber nicht, warum das Leute interessiert. Aber ist ja wurscht. Ich fand das spannend, wieder mal über die ganzen alten Geschichten nachzudenken. Deswegen, egal was die Leute schreiben, Peter, wir machen das mit dir auch nochmal. Okay, machen wir. Na gut, in diesem aber Sinne. Für heute entlassen wir euch. Bis denn. Tschüss. Servus.